Aufzeichnung läuft. Ja, dann erstmal herzlich willkommen in die Runde zur letzten Montags-Live-Session. Eine Freitags-Session haben wir ja noch zum Abschluss, aber wir sind tatsächlich schon in der letzten Woche des MOOCs angelangt. Ich hoffe, ihr habt alle die noch offenen Aufgaben nachgearbeitet, weil diese Woche, ihr seht es oben, Thema Cool Down, was haben wir gelernt? Geht es natürlich so ein bisschen darum, auch die Learnings zusammenzukehren. Es gibt ja diesen uralten Deming-Zyklus, Plan, Do, Check, Act. Man könnte auch sagen, Plan, Do, Learn, Act. Das heißt, sich am Ende von so einer Lernreise nochmal Zeit zu nehmen, um die Dinge, die man gelernt hat, zusammenzufassen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wir würden auch, Marcel, wenn du es nicht vorbereitet hast, du kannst vielleicht dann gleich nochmal ganz kurz durch die Cutter dann vielleicht führen, wenn ich sie teile, dass wir einfach sehen, was da ansteht. Wir haben so die Idee, dass ihr in dieser Woche entweder wenn ihr alleine gelernt habt oder in Tandem oder in der Gruppe, das gemeinsam reflektiert und, da komme ich dann später drauf, das auch in irgendeiner Art und Weise dokumentiert, weil gerade mit so Chatbots ist das ja so eine Sache, man ist mit dem Chatbot alleine und alles bleibt so versteckt im Silo, wie man so schön sagt. Und da wäre es natürlich auch schön, wenn wir möglichst viele Learnings in diesem offenen Internet teilen könnten, wo dann auch alle anderen was davon haben. Aber wie wir uns es vorgestellt haben, das würde ich dann im Folgenden erklären. Und hätte gesagt, wir gucken erstmal auf die Cutter der Woche. Ein Grundlagenthema gibt es in dem Sinne nicht mehr. Und das ist ja auch sehr ausführlich geschrieben. Marcel, ich weiß nicht, magst du als Teammitglied sozusagen da einmal kurz durchführen, was da so die Idee ist? Ja, also wir haben das bei den anderen Leitfäden auch schon immer so ein bisschen in Anlehnung an Content Creation oder E-Portfolio Learning oder auch Sketchnoting und so ein bisschen geguckt, was sind denn gute Reflexionsfragen, ne? Weil wir gedacht haben, das ist jetzt eine Woche, wo wir das alles Revue passieren lassen, wo wir uns nochmal, wo wir nochmal durchatmen können, ne? Und auch verstehen, was haben wir eigentlich so die letzten 11 Wochen da alles Gutes geleistet, wie sind wir ins Prompting reingekommen, wie ist das vertieft worden. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, was wären denn eigentlich gute Reflexionsfragen zum Abschluss und sind dann eben zu Fragen gekommen, wie, was nimmst du eigentlich als Erfahrung, als Highlights mit? Was waren für dich auf der Lernreise die wichtigsten Meilensteine? Wo hattest du vielleicht die größten Aha-Momente, die du dann nochmal teilen kannst mit deinen Circle-Members? Und was hat dir gefehlt vielleicht auch in dem Circle? Ne, wo hast du bei der Erstellung mithilfe der KI vielleicht noch Lücken erkannt, wo man noch was verbessern könnte, auch für die Prompting-Guideline, das zu erweitern. Stichwort Bild-KI, ne? Weil wir ja viel auf Text-KI ausgerichtet haben bisher im Leitfaden, dass man da auch nochmal Verbesserungsvorschläge mit einbringen kann. Gerne auch unten in die Kommentare natürlich auf der Seite oder an uns als Lernpfad-Owner oder Lernpfad-Begleiter, dass ihr uns da auch Feedback geben könnt. Und natürlich auch euren Circle-Members untereinander, ne? Wo ihr gesagt habt, okay, das hätten wir nochmal vertiefen können. Oder es gab auch ganz oft in verschiedenen LernOS-Leitfäden schon das Bedürfnis, dass man weiter zusammenbleibt, dass man noch mehr bewegt, als man bis dahin geschafft hat. Deswegen auch die Frage, welche Pläne habt ihr vielleicht, um das Projekt oder das Thema weiterzuführen, vielleicht auch nochmal größer zu denken, als ihr es bisher getan habt, vielleicht auf eine andere Ebene zu heben, ne? Nochmal auf eine Metaebene. Ja, und welche Aktivitäten oder Anforderungen könnte es geben in der Zukunft, damit man das, was wir jetzt trainiert haben über diese, in dem Falle ja 5- bzw. 6-wöchige Lernreise, um das auch ein bisschen weiter voranzubringen. Also auch zu gucken, wie können wir menschliche und künstliche Intelligenz in Zukunft besser miteinander verknüpfen noch, wo kann sie besonders hilfreich sein und so weiter und so fort. Genau, das wären so die Leitfadenfragen, ja, zur Orientierungshilfe. Und dann geht es natürlich am Ende auch, kleiner Abschlusstipp, feiert euren Erfolg. Ganz wichtig bei so einem Leitfaden oder bei so einer Lernreise ist auch wichtig, dass man im Nachgang mal sagt, wow, das war cool, was wir hier gemacht haben. Respekt, das haben wir erreicht. Wollen wir uns vielleicht tatsächlich auch mal physisch treffen und mal darauf anstoßen, wenn ihr möchtet, ne? Je nachdem. Das ist so der Abschlussparagraph hier nochmal, der Abschlusssatz. Genau, was du gesagt hast, finde ich sehr wichtig. Ich habe mal gerade diese eine Seite aufgemacht. Weiß nicht, wer das kennt. Wir sprechen ja oft von Learning Circle, ein sehr, sehr altes Konstrukt. Ich glaube, das kommt von dem, wie heißt der, Napoleon Hill aus dem Buch? Irgendwas mit Grow Rich, Think Big and Grow Rich oder so. Dort schlägt er sogenannte Mastermind-Gruppen vor. Und eine Mastermind-Gruppe ist quasi eine Gruppe von Personen. Ach, da steht es ja, ich bin ja blöd. Think and Grow Rich heißt es, genau.
Eine Mastermind-Gruppe ist quasi eine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig Peer-to-Peer, und da ist die Brücke zum Peer-to-Peer-Learning, hilft, in ihrem Lernfortschritt voranzukommen. Ne? Und wie ist er da drauf gekommen? Man sieht hier so im Text, er hat sich einfach mal angeschaut, und zwar schon, ich glaube, genau hier oben steht es, 1925, also sehr lang her. Was haben denn Menschen, die sehr erfolgreich sind, gemeinsam, wo kommt der Erfolg her? Ne? Und hat sich da so Größen angeschaut wie Henry Ford oder Rockefeller oder Thomas Edison. Ne? Und hat da quasi gesehen, dass ein Ding ist, dass die, und er hat es halt Mastermind-Gruppen genannt, sozusagen in Gruppen zusammen sind, wo man sich gegenseitig beim Lernen hilft. Ne? Und das ist so ein Muster, was ich bei mir selber merke, was mir sehr liegt. Ne? Nicht nur mit YouTube-Videos oder Lesen oder so lernen, sondern ich habe eine Mastermind-Gruppe, die geht noch ins Studium zurück. Also die gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Und auch aus verschiedenen Learning Circles haben sich solche Mastermind-Gruppen gebildet. Die treffen sich natürlich nicht mehr einmal in der Woche, ne? Sondern ich habe welche, die treffen sich vielleicht alle halbe Jahre oder man trifft sich mal alle Vierteljahre oder sogar monatlich. Aber das ist, finde ich, ein wichtiger Hinweis, Marcel, ne? Da mal drüber nachzudenken, ob man eventuell als Gruppe, wenn man sagt, das taugt mir so und die Leute haben so ähnliche Probleme, ähnliche Themen, an denen man knuspert, quasi zusammenbleiben. Genau, 20 Jahre Hossa. Wir haben ansonsten noch einen kleinen Tipp mitgegeben, wie man auch die KI bei so einer Reflexion, Lernreflexion mit einbinden kann. Da haben wir gesagt, okay, beschreibe doch erstmal deine Lernreise. Hier und zu in einem Chor, ja. Schreibe doch deine Lernreise erstmal ganz nüchtern anhand der wichtigsten Meilensteine und schreibe dann, wie du diese Lernreise wahrgenommen hast und sie bewertest. Und dann kannst du die KI bitten, 3 Personen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zu erfinden und für diese zu simulieren, wie sie diese Lernreise denn beurteilt hätten. Also so ein bisschen, ne, Metaprompt wieder, ne, oder Megaprompt, das mal umzudrehen. Das war so unser Tipp, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, am Ende nochmal. Und wir können auch, ich meine, heute werden wir eh nicht so lange brauchen wie sonst, weil es nicht so viel Inhalt gibt, aber falls irgendjemand ein Learning heute schon teilen will, auch im Chat fand ich, was Frank angeregt hat, so Links zu teilen, auf die man gestoßen ist, all das sind Dinge, die man erstmal für sich alleine findet. Ne? Also könnt ihr euch mal überlegen, wenn wir dann quasi fertig sind mit dem, was wir vorstellen, ob da irgendwie der eine oder die andere was teilen will. Wie gesagt, schön wäre es, wenn wir viele Sachen auch schriftlich festhalten, ne? Weil die sich entsprechend leichter weitertragen lassen. Stichwort Feedback nochmal, Marcel hat es schon angedeutet, ein paar Mal haben wir es ja schon gesagt, also wenn ihr jetzt zu irgendwelchen Cutters, zu irgendwelchen Inhalten Feedback habt, ihr seht unten an den Seiten ist ja immer ein Kommentarfeld dran, das heißt, alles, was ihr da reinschreibt, werden wir im Leitfadenteam dann auch aufgreifen, werden das in die nächsten Versionen einbauen. Aktuelle Leitfadenversion ist ja erst die Version 0.2, also bis zur Version 1.0 werden wir da auf jeden Fall ganz viel Feedback noch mit einbauen. Das kann sowohl inhaltlich sein, als auch viele von euch haben auch Rechtschreibfehler reingeschrieben oder irgendwie Linktipps, ne, interessante Quellen. Und das beantwortet auch die Frage, die gerade im Chat gestellt worden ist, nämlich bleibt der Leitfaden denn erhalten, auch nach dem MOOC? Ne? Und die Antwort ist ja, der bleibt erhalten und auch unter der gleichen URL. Da wird sogar tendenziell eher dann auch in mehr Sprachen verfügbar sein, noch in Deutsch und Englisch. Also wenn wir die Version 1 mal erreicht haben, gibt es den auch in mehr Sprachen. Und wir werden auch so ein bisschen Dokumentation bereitstellen, wie man so ein MOOC oder so eine Learning Journey durchführt, ne, weil man sich vorstellen kann, dass man das natürlich jetzt auch in die eigene Organisation, ins eigene Unternehmen trägt und dann halt auch mit so vielen Leuten oder auch mit weniger Leuten dann für sich selber auch durchführt. Ne, da, ich hatte es auch, glaube ich, in der Öffnung schon mal gesagt, ich sage es nochmal, die Inhalte stehen alle unter einer sogenannten Creative Commons Lizenz, ne, die ist auch hier unten verlinkt, wer das mal nachlesen will. Und die ist eben dafür gedacht, dass ihr jetzt mit den Inhalten machen könnt, was ihr wollt. Das Einzige, was man machen muss, ist irgendwo mal zu nennen, wo es herkommt. Aber dann könnt ihr die Inhalte nehmen, könnt ihr in euren Kontexten verwenden, könnt ihr auch ändern, könnt da euer eigenes Firmenlogo draufkleben, ne, weil eben die Zielsetzung ist, möglichst schnell den KI-Muskel in der Gesellschaft in Breite zu trainieren. Ja, so viel zu der Cutter diese Woche. Ich habe jetzt noch was zu dem Teilnahme-Badge. Ich weiß nicht, ob jemand das Konstrukt von Open Badges was sagt. Wir haben also einen kleinen Gimmick uns überlegt, dass wir jedem von euch, der sozusagen einen so einen Lessons Learned Beitrag irgendwo shared, auch einen Open Badge zukommen lassen.
Ich habe hier in der Präsentation mal verlinkt, da ist die Seite Open Badges in der Wikipedia. Die lese ich jetzt nicht eins zu eins vor. Im Prinzip ist es so ein bisschen der Ansatz zu sagen, was ist denn der Nachweis, dass ich irgendein Thema gelernt habe oder mich mit einem Thema beschäftigt habe. Und da hat schon vor einiger Zeit mal die, also Mozilla Foundation war da großer Treiber, eben dieses Open Badges Konzept gemacht. Das heißt, im Kern sind es Grafiken. Man hat eine Grafik, in der Regel ein PNG oder eine SVG-Grafik. Aber in die Grafik sind sozusagen Metadaten eingebrannt, die mir sagen, was habe ich denn da für einen Skill quasi erlernt, ne? Und wofür habe ich diesen Nachweis bekommen. Die kann man dann, je nachdem, ob ihr so Learning-Management-Systeme habt, da kann man die in der Regel importieren. Man kann die auch nach LinkedIn importieren per Drag-and-Drop, dann wird es auf dem eigenen Profil angezeigt. Da erkläre ich auch gleich noch, wie ihr dazu kommt. Ich habe noch einen Link mit reingenommen. Ich weiß nicht, wer den Podcast hört. Hier ist der verlinkt hinten in Klammern. Der Jöran Mus Meerholz, der hatte in seinem letzten Jöran ruft an Podcast die Franzi zu Gast. Und die haben sogar dieses Open Badges Format erweitert, sie nennen es Open Educational Badges. Da bringen sie die Skills Taxonomie der Europäischen Kommission noch mit rein. Das heißt quasi, der Badge enthält dann sozusagen auch noch eine Referenz, welchen Skill hat man denn sozusagen durch diesen Nachweis, den der Open Badge attestiert, erworben. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da mal nachlesen oder euch entsprechend diesen Podcast anhören. Na, was muss man tun, um diesen Badge zu bekommen? Das Wichtigste ist, dass ihr mal so eure Lessons learned, eure Erkenntnisse, eure Erfahrungen zusammenschreibt an irgendeiner Stelle, die öffentlich einsehbar ist. Ne? Also das heißt so für uns, wir werden dann gucken quasi, was sind die einzelnen Links, verbirgt sich da was Sinnvolles dahinter und dann eben diese Open Badges euch zur Verfügung stellen. Wir haben mal so ein paar Beispiele reingeschrieben, aber das muss natürlich nicht umfassend sein. Ne? Also es könnte jetzt sein, ihr schreibt einen Beitrag auf LinkedIn, einen Erfahrungsbericht oder auf Mastodon oder ihr habt einen eigenen Blog oder ihr sagt, ich habe einen Podcast und spreche es als Audio ein oder ihr sagt, ich mag es lieber in Video, ich mache einen Videoblog, weil ich vielleicht mit Bild-KI gearbeitet habe und dementsprechend auch was zeigen will. Ne? Also wichtig ist, dass es irgendwie eine URL gibt auf den Nachweis, wo euer Lessons Learned Beitrag ist. Und dafür haben wir dann so ein kleines Formular bereitgestellt. Das habe ich hier auch rein. Das zeige ich auch mal kurz, dann habt ihr das mal gesehen. Das ist ganz kurz. Das heißt, in dem Beitrag oder im Formular, das Wichtigste ist die erste Frage. Ihr seht Link zum Lessons Learn Beitrag. Dort packt ihr quasi eine URL rein. Also zum Beispiel zu einem LinkedIn-Post oder zu einem Blog-Post oder zu einem YouTube-Video. Ich weiß nicht, ob man das im Screenshare sieht. Hier oben gibt es so einen kleinen Stern. Also das heißt quasi, das ist das einzige Feld, was verpflichtend ist. Ne? Das heißt, ihr könnt völlig an und das ja etwas ja größer ziehen. Dann könnte man es lesen. Warte. Sag mir, wo es passt, wann es passt. Jetzt, supi. Jetzt passt es? Okay, sehr gut. Also das heißt quasi, da hier oben ganz klein sieht man den Stern, der steht für Pflichtfeld. Ne? Also wenn ihr sagt, ihr wollt völlig anonym bleiben im Sinne von dieses Formulars, keine weiteren Daten eintragen, könnt ihr dann nur den Link reinkopieren und wir tun auf dem einen Community-Post, wo die ganzen Links gesammelt sind, sozusagen einfach alle Links zu Erfahrungsberichten, sodass wir möglichst viel Erfahrungen und Lessons learned aus dem MOOC an einer Stelle zusammengesammelt haben. Wer am Freitag bei der Abschlusssession dabei ist, Freitag der 21. ist es, von 13 bis 14 Uhr machen wir eine Abschlusssession. Werden auch ein paar Leute hier vor Ort sein, ein paar Leute dann online dabei sein. Und natürlich ist es ganz cool, wenn dort quasi man nicht nur Sachen dann lesen kann über diese Links, sondern Leute auch kurz erzählen. Weil ich finde, es macht immer einen Unterschied, ob jemand nochmal seine Erfahrungen zusammenfasst und erzählt und vielleicht was zeigt. Oder ob man es eben nur irgendwo gelesen hat. Also das heißt quasi, Moment halt, bin hier an der falschen Stelle, ich erzähle über was. Genau, und da steht auch hier falsch. Genau, die Session ist 14 Uhr, nicht 13 Uhr. Das ist hier ein Fehler, sorry. Hat sich eingeschlichen. Ne? Also falls ihr sagt, ich bin am Freitag dabei, 14 bis 15 Uhr und würde kurz auch was erzählen wollen oder sogar was zeigen wollen, könnt ihr hier ein Ja ankreuzen. Genau. Dann sammeln wir so Statements zum MOOC. Also wenn ihr irgendwie so ein kleines Testimonial oder dem Team Danke sagen wollt oder so, könnt ihr das hier reinschreiben. Ist kein Pflichtfeld. Könnt ihr auch freilassen, wenn ihr nichts beitragen wollt.
Ne, die 3 und 4 sind dann nochmal wichtige Felder, wenn ihr diesen Badge haben wollt. Ne, das heißt, wir brauchen einmal einen Namen, auf den der Badge ausgestellt wird, und brauchen auch eine E-Mail-Adresse, auf die der Badge ausgestellt wird. Wir haben es hier oben in die Kommentare geschrieben. Genau. Bei der E-Mail, da muss man wahrscheinlich die E-Mail angeben, die auch in dem Badge-System, was man zur Verwaltung nutzt, angegeben wurde, richtig? Genau, so ist es. So ist es. Ich kann das auch mal gerade zeigen. Das funktioniert nämlich so bei den Badges. Es gibt ein sogenanntes ein Badge-Backpack. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine Wallet quasi. Und es gibt Badge-Issuer, also sozusagen eine Plattform, die diese Badges ausstellt. Ich komme mal hier letztes Jahr von der LernOS-Convention, so sah das Badge aus. Also das ist wie so ein runder Aufkleber, den man sich aufs Notebook packen kann. Und ihr kriegt quasi dann mit der E-Mail, wo wir euch da eintragen, kriegt ihr eine E-Mail geschickt mit einem Link. Und mit der E-Mail greift man dann quasi auf dieses badger.eu, das, was hier oben verlinkt ist, zu und kann sich dort den Badge abholen und kann sich dort auch, wer das braucht oder will, so eine ganz typische DIN A4 PDF-Teilnahmebescheinigung ausdrucken, wenn zum Beispiel irgendjemand von seinem Arbeitgeber Zeit bekommen hat und will das nachweisen. Wir werden dann danach dieses Formular, den E-Mail-Teil, auch wieder löschen. Das heißt, wir machen mit euren E-Mail-Adressen nichts, braucht ihr keine Angst haben, dass ihr da irgendwelche Werbe-E-Mails oder so bekommt. Aber für das Issuing, also für die Ausstellung des Badges, braucht man eben einmalig eine E-Mail-Adresse, die zustellfähig ist, also auf die das Badge verschickt werden kann. Wir können keine Badges mit der Hand oder manuell oder auf dem USB-Stick verschicken. Ja. Genau, also die den Badge haben wollen, 3 und 4 einmal mit ausfüllen. Genau, nachdem das jetzt so ein bisschen komplex ist oder dass da vielleicht Fragen dazu gibt, halte ich mal die Luft kurz an und schaue in die Kamera, ob es zu dem Badge-Prozess und zu dem Formular irgendwie Fragen noch gibt oder im Chat vielleicht was war. Grazie, das ist schön. Die Marina hat die Hand oben. Ja, genau. Wird es zu dem Badge auch so eine URL geben? Weil LinkedIn kann man ja Zertifikate einbinden und dann kann man nicht nur ein PDF anfügen, sondern auch eine URL zu irgendeiner Zertifizierungsstelle sozusagen. Genau. Also das wird auch in den Badge eingebacken. Mhm. Ne? Man muss sozusagen einen Link auf eine URL, wo ein Nachweis steht, wofür man den Badge bekommen hat, und der wird auf die MOOC-Landing-Page linken. Perfekt, danke. Bitte. Ich empfehle nur, wenn jemand nachhaltig seine Badges alles sammelt, sich die immer auch runterzuladen und irgendwo abzuspeichern, ne? Weil man sieht ja mal so, immer mal gehen Dienste pleite oder gibt es nicht mehr und dann sind alle Badges weg. Ne? Also so ein bisschen wie bei Bitcoins macht es Sinn, irgendwo offline oder im eigenen Speicher die Badges nochmal liegen zu haben. Aber solange das Badger.io verfügbar ist, werdet ihr dort auch Zugriff auf den Badge haben. Genau, gibt es sonst noch Fragen zu dem Badge? Warte mal. Zum Badge nicht, nur eine andere Frage, Anmerkung. Ja, dann können wir die auch mit reinnehmen. Okay, und zwar geht es um das Lerntempo. Hier fragt halt jemand, ob denn alle Gruppen wirklich das Lerntempo beibehalten haben, das wir hier in diesem KeyMOOC so sportlich vorgegeben haben. Und das wäre hier die Frage gewesen, wie das bei den anderen ausschaut. Mal vielleicht, weiß nicht, Marcel, ob du was teilen kannst zu, ihr seid ja quasi bei euch intern bei Continental im normalen Rhythmus unterwegs, also mit den 12 Wochen. Ja. Und hast so ein bisschen den Vergleich. Kannst du da was zu sagen? Also die Mehrheit ist bei uns im Moment in Woche 5, 6, so der Übergang, ne? Und da hat man schon auch gemerkt, dass wir hatten dann auch mal so eine Woche mal gesagt, okay, atmet mal durch, ne? Macht ruhig nochmal ein Päuschen, wenn ihr es braucht. Also man merkt schon, dass man eigentlich ein bisschen mehr Zeit braucht, definitiv, um da auch richtig tief reinzukommen und so. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man es versucht, in diesem Lernsprint über die 12 Wochen zu gehen, im Idealfall, ne, wenn man die hat. Ne. Genau. Aber das, was Doris auch empfiehlt, ne, dass sie sagt, macht ruhig länger, ne? Genau. Erzähl ruhig nochmal, Doris. Sorry. Genau, also wir hatten in der Lerngruppe genau das gleiche Thema auch, ne? Wenn jemand dann auch krank wird, bam, ne? Dann ist es natürlich hier gleich 5 Kapitel, die unter Umständen rausfallen. Und insofern haben wir heute Morgen in unserem Rabbit Hole Deep Dive kurz gesprochen, dass wir vielleicht nochmal 2 Wochen dranhängen und uns da nochmal treffen, um da auch für uns nochmal eine Gemeinsamkeit in der Verlängerung zu haben. Weil natürlich kann ich ja individuell alles tun, aber es ist natürlich viel schicker, wenn man das noch in der Gruppe machen kann.
Ja, absolut. Kerstin schreibt im Chat, die 2 Wochen Pfingstferien waren unsere Rettung im Lerntandem. Die hätte ich auch gern gehabt. Ich war leider im Urlaub. Ich dachte mir immer, ich müsste eigentlich in den 2 Wochen, aber habe es dann auch nicht geschafft. Uns war das natürlich bewusst und zur Ehrenrettung auch des Lernfahrtteams sei gesagt, dass ihr von Anfang an gesagt habt, das ist zu dicht, also das ist zu stark komprimiert, ne? Das ist von der Zeit zu eng. Wir hatten halt gesagt, die Idee ist quasi mit dem MOOC so ein bisschen auch auf LernOS Convention hinzuwirken und auch wenn jetzt Leute erstmal so rein sind, die Übungen oberflächlich gemacht haben, die Inhalte bleiben ja da und ihr könnt auch als Gruppe zusammenbleiben und ich glaube auch jetzt nicht, dass wir auch das, was in dem Leitfaden steht, schon der Weisheit letzter Schluss ist, was es mit Prompting zum Beispiel auf sich hat. Das heißt, es wird weitergehen, ne? Und da wird es dann sicher auch schon, wir haben gesehen, wir haben dieses Jahr so ein Coworking zum Beispiel Vormittag an Tag 1, wo jetzt Learning Circle gesagt haben, sie kommen und machen da quasi ihren Circle fertig in den 3 Stunden. Oder 2 Kollegen von denen, wer im Hands-on-Training ChatGPT oder MindGPT dabei war, ne, da werden 2 Leute vor Ort sein, die dann auch nochmal Fragen beantworten. Ne, deswegen war uns jetzt eigentlich erstmal wichtiger zu sagen, wir wollen auf jeden Fall vor der LOSCON fertig sein. Und haben damit akzeptiert, dass wir euch vielleicht ein bisschen Stress gemacht haben. Falls es sein sollte so, dann tut uns das leid. Rainer. Ja, gleiches Thema hier. Ich habe bei uns in unserem Business-Netzwerk eine Lerngruppe zusammengebracht und die Leute waren alle sehr engagiert am Anfang und dann so dieses schlechte Gewissen, oh, ich habe es diese Woche auch nicht geschafft und so. Und dann habe ich... Also wir haben uns dann darauf geeinigt, naja, für den MOOC geht es ja in erster Linie darum, Feedback für die Weiterentwicklung, Fertigstellung des Leitfadens zu sammeln und jetzt gar nicht so sehr das aktuelle Durcharbeiten, weil wenn du pro Kata eine Stunde ansetzt und dann 3 pro Woche hast, das geht sich rein mathematisch dann gar nicht so aus. Wir hatten dann einen angenehmen Nebeneffekt, weil ich das bei uns im Teams als Channel-Meeting aufgesetzt habe, dass dann auch andere, die gar nicht Teil des Kern-Circles waren, auch jede Woche wieder dazugestoßen sind. Und wir haben dann jede Woche in anderen Besetzungen eigentlich mehr so Reflect and Learn und so ein bisschen Philosophieren über das ganze Thema gemacht und haben damit auf jeden Fall geschafft, dass das Thema KI bei uns jetzt auch zukünftig einen viel höheren Stellenwert bekommt, weil ich gesagt habe, boah, ich glaube, da steckt wirklich eine ganze Menge drin. Ich werde mir diesen Leitfaden nochmal in Ruhe anschauen. Also so haben wir uns da das Ganze jetzt vorgenommen. Das ist sehr, sehr vorbildlich, genau. Also es ist ja auch oft, wenn man ein Buch liest, irgendwie, man liest das erste Mal durch und stellt fest, da an verschiedenen Stellen macht man Knick ins Ohr und muss dann später nochmal dahin zurückkommen. Ne? Und genauso, glaube ich, wird es mit dem Leitfaden auch gehen. Vor allen Dingen gefühlt ist irgendwie 2 Wochen sind 7 Jahre bei KI, also da wird sich sehr viel ändern noch. Ne? Und ich denke, dass sich da auch in Zukunft ganz viel in den Kommentaren an Neuerungen sozusagen ansammeln wird, neue Tipps und Tricks und neue Leitfäden und neue Tipps zum Prompting und neue Tools und so weiter, sodass das eigentlich ein Einstieg ins kontinuierliche Lernen zum Thema ist. Sehr schön, danke dir, Rainer. Marcel hat die Hand noch oben. Ja, ich hatte tatsächlich noch eine Alternativformat-Idee, die man mit dem Leitfaden auch ausprobieren kann, was wir gerade auch tun, da wir auch im Sinne der Führungskräftetrainings, ne, da ist es ja oft so, dass wir eben nicht die 12 Wochen am Stück haben, jede Stunde sich da zusammenzusetzen. Wir probieren das gerade aus mit 3 bis 6 Stunden-Sessions, wo wir dann wirklich mal sagen, okay, hier ist mal ein Workshop-Tag oder ein richtiger kleiner Promptathon, ne, so ein Hackathon-mäßig, dass man sich zusammenwirbelt und dann das in 4 Wochenabschnitte unterteilt. Also wir haben jetzt mal einen Deep Dive Workshop über 3 Stunden gemacht, wo wir in die ersten 4 Wochen eingestiegen sind und die dann der Reihe nach durchgegangen sind. Da war 3 Stunden schon recht knapp am Stück, aber wir haben es hinbekommen, mit kleinen Prompting-Übungen und auch zwischendurch mal eine Pause zu machen. Also auch das könnte man als Format mal ausprobieren, auch wenn es sportlich ist. Ne? Also es ist jetzt nicht auf diese 12 Wochen oder auf 6 Wochen vorgeschrieben. Man kann es auch mal in so einem Workshop-Tag ausprobieren. Ja. Ja. Ich meine, das ist eine Sache, die versuchen wir in den Lernungsleitfäden immer zu machen. Ne? Dieses Lernen in Circlen über einen Sprint mit 13 Wochen ist ein Format, wie man sowas durchziehen kann. Ne? Man kann natürlich auch sagen, wenn jetzt im Juli, August die Sommerzeit ansteht, nicht so viel los ist, nimmt man sich einfach mal 2, 3 Tage am Stück und macht das gemeinsam durch. Ne? Bei den Leitfäden und Lernfaden, die jetzt nicht so sehr auf Verhaltensänderungen abzielen, sondern eher um das Training konkreter Skills,
ist das was, was man durchaus auch am Stück machen kann, wo es nicht diese Wiederholung über die Zeit braucht. Ne? Zum Beispiel den Podcasting-Leitfaden. Ich mache ganz oft so 2 oder 3 Tages-Workshops, wo man das Podcasten erlernt. Ne? Und das kann ich auch in 12 Wochen machen, aber es geht eben auch in 2, 3 Tagen. Und bei mir ist zumindest so, dass sich da der Sommer eigentlich immer ganz gut eignet, weil da viele im Urlaub sind, nicht so viel außenrum passiert. Ne? Also so eine kleine KI-Summer-School könnte man da tun. Ich hatte noch im Chat gesehen, die Eva hat gefragt, ich habe mir überlegt, ob man den Lernpfad in 2 Pfade aufteilen kann, Grundlagen einerseits und Prompting andererseits. An sich ist der Leitfaden ja so, dass es ein Grundlagenkapitel gibt und dann dieses schrittweise Erlernen des Promptings Stück für Stück. Weiß jetzt nicht, ob du meinst tatsächlich in 2 Dokumente. Im Moment ist es halt in 2 Kapitel geteilt. Also falls du es nochmal ein bisschen ausführen magst, melde dich gern mit Mikro. Können wir da gern drauf eingehen. Vorher hat die Doris noch die Hand. Da ist die Eva. Die Eva. Machen wir die Eva. Passt ja. Ja, hallo. Ja, stimmt, das ist schon so aufgeteilt, aber dennoch, also vielleicht weil das jetzt auch auf die kurze Zeit zusammengefasst war, war das unglaublich viel Stoff. Und dann kommen ja auch so, sagen wir, diese philosophischen, grundsätzlichen Fragen, was macht das mit uns und mit der Gesellschaft, was man ja auch in den Learning Circle bearbeiten kann. Und deswegen habe ich gedacht, wenn das aufeinander aufbauende Pfade wären, dann wäre das vielleicht, wo sich der eine mehr auf das reine Prompting konzentriert und das andere mehr auf das Grundsätzliche, wäre es vielleicht nicht so viel für das arme kleine Hirn. Also die Frage wäre deine Einschätzung, wenn es eigentlich so, dass jede Kata quasi eine Woche ist, ne? So ist, wenn man es in einem ganz normalen Rhythmus durchläuft, ob du dann das Gefühl hättest, dass es immer noch zu viel ist oder also dass man dann sagt, man bräuchte eigentlich 13 Wochen für die Grundlagen und dann 13 Wochen für die Praxis. Das wäre schon sehr lang. Und ich denke, das ist wirklich jetzt diese komprimierte Format, was sehr stark diesen Eindruck erzeugt. Und ich finde es gleichzeitig aber phänomenal, wie viele Menschen wir überhaupt mit dem Thema Selbstlernkompetenz, LernOS und dann auch noch KI rangeführt haben. Und dafür finde ich das einfach super klasse, dass wir das so gemacht haben. Und wir als Redaktionsteam ziehen natürlich jetzt auch eine Menge daraus, was ihr als Kommentare darunter geschrieben habt. Weil wir haben natürlich irgendwann auch mal so eine Betriebsbrille auf. Und insofern ist es wunderbar, dass wir das von euch jetzt auch in so einer komprimierten Zeit und nicht erst 3 Monate später irgendwann zurückbekommen. Und das finde ich dann schon sehr, sehr wertvoll, wie wir das gerade gemacht haben. Im Chat ist noch die Frage, wie lange man das Badge beantragen kann. Also ich habe, das hier oben drauf geschrieben. Genau, ich habe hier reingeschrieben, bitte reicht das Formular bis spätestens 24.06. ein, weil ich mir, glaube ich, am 25. Zeit geblockt habe, um es dann zu issuen. Also das wäre der Montag, irgendwann bis Montagnacht 0 Uhr. Was machen jetzt dann diese Gruppen, Simon, die ein bisschen länger brauchen? Die jetzt sagen, naja, vielleicht werde ich erst auf der LernOS Convention fertig oder so. Also sind die dann raus für dich? Naja, wir könnten ja sagen, also was ich halt vermeiden will, ist, dass so jeden Tag 1, 2 kommen und sagen, ich brauche auch noch ein Badge, weil da braucht man dann jedes Mal eine halbe Stunde. Also wir könnten sagen, dass wir in der Woche nach der LOSCON nochmal einen Issuing-Lauf machen. Also dass wir sagen, wer seinen jetzt haben will. Und das wäre natürlich schön, weil wir gerne die Lessons Learned auch mit in die LOSCON tragen würden als Ergebnis. Na, dass wir sagen, alle die das jetzt noch hinbekommen, machen das bis zum 24.06. Und dann würden wir, ich glaube, der Freitag nach der LOSCON ist der 5. Juli. Na, dass wir sagen, alle, die dann noch nachziehen wollen, machen es bis zum 5. Juli 0 Uhr. Und dann würde ich mir am 5., 6., 7., 8. quasi nochmal irgendwie eine Stunde eintragen und dann nochmal einen Lauf machen. Und wer es bis dahin nicht geschafft hat, der muss dann bis zum nächsten MOOC warten. Sag so mal 5.7. 0 Uhr. Also beziehungsweise man könnte dann auch sagen 7.7., weil ich schaffe es dann erst am 8.7. quasi zu machen. Na, dann würde ich am 8.7. nochmal die Differenz, also alle, die noch dazu kamen, rausziehen und dann den Badge nochmal ausstellen. Okay. Super, danke dir. Genau. Sehr schön. Gibt's noch jemand, der noch eine Erfahrung teilen will oder auch noch einen spannenden Link? Falls jemand noch spannende Links hat, postet den gerne in den Chat. Ich werde euch gleich noch einen reinposten. Es ist nämlich die Woche von
The Decoder, das ist die, die bei Heise den KI-Podcast inhaltlich mitgestalten. Moment, Doris, du wirst gleich wieder zu Recht sagen, das ist zu klein. Ein Link durchgeflogen, wo 40 Forschende mal zusammen, also alles zusammengefasst hat, was es so zu Prompting gibt. Also wer bei dem MindGPT-Session dabei war, da gab es ja so, was weiß ich, dieses AAA quasi als Hilfestellung für Prompts. Da gibt es ganz viel weitere Meme, Beispiele werden gelernt, Belohnungen der KI versprechen, Strafen zu geben. Und in diesem Prompt-Report ist quasi mal alles zusammengefasst und vor allen Dingen auch geteilt nach, was ist wirklich, also was lässt sich mit Evidenz belegen, dass das beim Prompten was bringt und was ist nur Schlangenöl. Ne, also im Sinne von, es sind so Tipps, die man eigentlich nicht braucht oder nicht mehr braucht. Ne? Die KI-Tools werden ja auch schlauer. Also das ist so ein Link, den ich euch mal in den Chat noch packen würde. Und falls ihr von der Art auch Links habt, sammelt die gern. Ich ziehe die am Nachgang immer raus und packe die in unseren Community-Post rein, sodass wir da gesammelt die Links haben. Jetzt sehe ich den Winnie noch auf der Bühne. Winnie. Ja, also ich möchte euch ermutigen, auch Contents aus dem Leitfaden einfach zu teilen. Es ist ja eine Sache zu sagen, ich muss reflektieren auf das Erfahrungswissen. Es ist eine andere Sache zu sagen, hey, ich habe hier eine spannende Grafik aus dem Leitfaden und teile die einfach mal mit meinem Netzwerk. Unterschätzt das nicht. Also ich mache viel auf LinkedIn, aber ich sehe Reichweiten, wo ich einfach mal etwas vom Leitfaden teile und die sind richtig gut, weil auch LinkedIn das Thema KI und KI-Content unterstützt. Mhm. Ja, also das nicht, weil wir sind immer so auf einer Ebene weiter und sagen, hey, was habe ich denn gelernt? Vielleicht ist es auch nur ein Bild einmal, das ich teile auf einem Netzwerk oder was anderes. Also legt den Anspruch nicht so hoch. Das wollte ich noch als Botschaft mit reingeben. Also du meinst, dass man quasi als in einem eigenen Post oder als Antwort, wenn jemand eine Frage stellt, einfach mit einem Link auf Leitfadeninhalt dann antwortet quasi oder Leitfaden copy-paste genau, in die Antwort. Auch, das auch. Also Beispiel, die Übersicht über alle Tools hatte ich jetzt auch mal als Beitrag jetzt gerade in den Chat gepostet, ist wieder ein bisschen weiter oben. Die Visualisierung der Tools, da gab es so viele viele Kommentare drunter, die gesagt haben, das habe ich noch nie so gut aufbereitet gesehen und so weiter und so fort. Also unterschätzt nicht die Contents des Leitfadens als Content für euch, okay, wenn ihr die gelesen habt. Ja, ja, verstehe. Danke. Cool, danke dir. Genau, den Clip, den schneiden wir raus und schicken ihn dann alle im Leitfaden-Team. Auf jeden Fall. Sehr schön. Doris, du hast noch was aus dem Chat, oder? Ja, genau. Könnt ihr einmal einordnen, was ihr euch unter Lessons Learned vorstellt? Habt ihr da eine bestimmte Struktur im Sinn? Oh, bestimmte Struktur. Das ist schwierig, wenn man jemanden fragt, der aus dem Wissensmanagement kommt, weil da könnte man jetzt lange drüber referieren, besser gesagt. Also uns geht es eigentlich darum, Lessons Learned wird ja oft so mit Fehlern oder Fuck-Ups verbunden, also irgendwas ist schief gegangen, aber ich finde, Lessons Learned ist ja auch was, ich habe es gelernt, ich habe einen Aha-Moment oder eine Einsicht oder irgendwas hat funktioniert und das war für mich überraschend. Ne, irgendwie ein Prompt hat auf einmal funktioniert, obwohl ich gar nicht wusste, warum und hinterher habe ich es verstanden. Ne, also so diese Einsichten und Aha-Momente, die man anderen als Heuristiken mitgeben kann. Ne, Dinge, auf die ihr gekommen seid, die vielleicht im Leitfaden so ein bisschen versteckt sind, wo ihr euch jetzt irgendwie, wo euch was klar geworden ist. Ne, im Comic würde der Person irgendwie so eine Glühlampe aufgehen über dem Kopf, ne, wo ihr gemerkt habt, okay, da ist mir jetzt was klar geworden. Ne, so ein bisschen, wenn ich an meine Studienzeit oder auch gar manchmal Schulzeit zurückdenke, gibt es so ein paar neuralgische Punkte, wo ich irgendwas gelernt habe, was ich bis heute mittrage oder wo mir jemand was gesagt hat in der Lerngruppe und das was weiß ich, für mich sind es nicht die 3A, sondern ABC und so mache ich jetzt immer meine Prompts. Ne? Dinge, die ihr jetzt so im Kopf habt, die euch klar geworden sind und die sind manchmal auch, bei mir ist zumindest so, hat man dann so ein Bauchgefühl, dann muss man aber erstmal drüber nachdenken, bis man das dann formulieren kann, was dieses Ding ist, was mir klar geworden ist. Ne? Und dann ist natürlich schön, wenn da möglichst viele anderen auch noch von profitieren können. Winnie, hast du deine Hand noch oben oder nochmal wieder oben? Ja, sonst nehme ich sie runter, passt. Der Frank geht gerade zur Post wahrscheinlich. Frank? Nein, wir haben zu Lessons Learned zu Projekten was gemacht, was immer so ein Anfang und Ende hatte. Oder eine längere Zeitdauer. Und dann haben wir den Zeitstrahl aufgenommen.
Und hierbei wäre der Zeitstrahl für die Wochen, vielleicht die ursprünglichen Wochen, die 12 Wochen möglich, die verschiedenen Katas da drin, die verschiedenen Übungen und dass die Leute nochmal in ihre Unterlagen reinschauen oder die Lerngruppen und die Lerntandems und zu den einzelnen Wochen oder Katas ihre Aha-Momente schreiben. Das hilft unendlich viel, nämlich nochmal als Gruppe nochmal zusammenkommen. Und gegebenenfalls kann man auch sagen, Learning oder hätte besser sein können oder das war ganz toll oder so. Ja. Dann ist das wunderbar geclustert und man hat eine wunderbare Übersicht und auch nochmal sagen, vielleicht auch ein paar Fragestellungen drauf, die wir ja hier hatten. Und wo willst du, also hier, damit das so ein Follow-up hat, wo willst du dich in Zukunft noch mehr drum kümmern oder ja. Keine Ahnung. Ja, sehr gut. Sehr gute Tipps. Danke dir, Frank. Genau, ich sehe von der Ann-Kathrin die Links. Also das genau, stand da schon als Antwort drin. Ne? Wir haben quasi, und das wird jetzt auch so bleiben, hier oben war quasi immer die Präsentation verlinkt, nur dass wir halt den Einsprungspunkt in die Präsentation immer geändert haben, sodass es zu der Woche passt. Das kann ich vielleicht auch nochmal zeigen. Ne? Also wenn ich hier zurückgehe, Sekunde, ne? das ist so das, was wir ganz am Anfang quasi uns angeschaut haben. Und das ist halt so eine Webpräsentation, die könnt ihr ganz normal im Browser aufmachen. Man sieht hier unten rechts so Pfeilchen. Das heißt, hier kann ich einfach mit den Pfeiltasten durchblättern. Wenn ich auf F drücke wie Fullscreen, dann ist es wie wenn ihr PowerPoint oder Keynote nutzt, der Präsentationsmodus. Wenn ich Escape drücke, sehe ich quasi die Folienübersicht. Und wir sind bei der Einstiegssession sind wir quasi einmal horizontal durch die Folien durch. Und der ganze Ablauf mit den Wochen war jetzt einfach vertikal hier nach unten gelegt. Und da ist jetzt eben, wir haben dann immer verlinkt jetzt für heute eben quasi Woche 5 und haben das aber alles in einer Präsentation gehalten. Präsentation ist auch unter Creative Commons, also wer sagt, ich will auch so einen MOOC machen mit meiner Peer Group, meiner Zielgruppe, nehmt das gerne. Ich werde auch nochmal so einen Blogpost schreiben, wie man die verwenden, anpassen kann, PDFs draus machen kann. Und ich glaube, genau, nochmal zur Klärung, die Anne Holz hat es reingeschrieben, genau, die Zeit ist nach wie vor falsch. 14 bis 15 Uhr ist die korrekte Zeit. Gut. So Uhrzeiten, das ist immer das Schlimmste. Ja, wenn die irgendwo mal stehen, dann, ich werde gleich jetzt aber auch ändern überall. Aber es ist, wenn ihr euch auf Meetup quasi anmeldet, ne? Also wer sich auf dem, ich will auch nochmal zeigen, Meetup, habe ich denn hier irgendwo? Meetup-Gruppe, dann da ist es ja automatisch, ne? Wenn ihr euch angemeldet habt und das dann in den Kalender eintragt, dann habt ihr automatisch den richtigen. Sekunde. Einmal auf die Gruppe, weil dann können wir auch gleich einfach diese Abschlusssession. Ne? Und da sieht man es hier, Moment, hier sieht man die Uhrzeit, ist sie korrekt, ne? Also über die Anmeldung hatten wir es dann. Ich packe mal den Abschlusssession übrigens, falls ihr irgendwo mal ein Quiz habt, wo jemand fragt, Wort mit 5S, dann ist es Abschlusssession. Das musst du hier mal zählen. Genau. Mordsabschlusssession, ja, noch ein S mehr. Genau. Ja, dann habe ich noch eines, also falls ihr jetzt so ganz kurz entschlossen seid in der Woche, ich hatte es schon erwähnt, am Freitag werden wir die Live-Session zum Abschluss hier aus der Cochrane Akademie vor Ort machen. Für uns ist das gleichzeitig auch der Test fürs Livestreaming-Setup für die LOSCON, aber das nur am Rande. Wir haben in der Community hier so ein kleines Anmeldeformular. Ich glaube, bisher sind 8 Leute angemeldet. Falls ihr wollt, könnt ihr jederzeit noch mit dazukommen. Ne, da sagt man hier einfach einmal zu. Wir schicken euch dann nochmal kleine Info zu, wo ihr was zu essen bestellen könnt, wenn wir Pizza bestellen. Und es gibt den Link zur Anfahrt. Also falls jemand so aus Nürnberg oder Umgebung ist oder da einen Geschäftstermin hat, kommt gerne dazu. Wir werden hier auch früh nochmal so ein bisschen Session machen zu Rec und Dokumente einbinden in KI. Also es wird so um 10 und um 11 nochmal Sessions geben. Gibt es auch unter diesem Anmeldepost dann jetzt im Lauf der Woche die Infos. Da wird man sich auch einwählen können. Also auch quasi hybrid als Session, falls das jemand interessiert. Das wurde, glaube ich, in dritte Woche gewünscht, quasi mal so einen Rec-Use-Case mal vorzuführen. Genau, Abschluss, ja genau, mit dem S vorne sind sogar 6S, sehr gut. Sehr schön, dann würde ich kurz nochmal Raum geben, falls jemand noch was hat.
noch heute sagen will. Falls nicht, habt ihr jetzt 15 Minuten noch, könnt ihr euch direkt an euren Lessons Learned Beitrag machen. Außer Marcel und Doris haben noch was. Sieht nicht so aus. Nee, ich habe übrigens, Doris, ich habe einen ganz tollen Podcast gehört, da wollte ich mit dir nochmal sprechen. Kuratierte Coworking Spaces mit Programm. Jemand, der jetzt im Vorstand Coworking Foundation ist, kennst du bestimmt. Sie macht das irgendwo im Norden und ich fand die Idee spannend, mal mit dem KI-Leitfaden kuratierte Angebote in Coworking Spaces zu machen, weil da ist eine Zielgruppe, die, glaube ich, dafür auch extrem spannend wäre. Das war meine Session auf der Cowork in Karlsruhe im April dieses Jahres und habe auch KI als Beispiel genommen, weil ich gesagt habe, hey, das ist halt ein absolutes Thema, was die Leute gerade bewegt. Und es ist halt für Coworking-Nutzende, aber eben auch für die Menschen, die von Coworking noch gar nichts wissen, interessant. Genau. Und das war meine Session dort und haben auch einige sehr eifrig aufgenommen und bin gespannt. Und ich habe auch vor, da in der Richtung noch mehr zu machen. Das ist aber alles noch nicht so ganz spruchreif. Und dann gibt es eben auch Workshops hier. Und die Idee ist halt auch so ein Stück weit Lernbegleitende rauszubilden, die dann später andere Lernzirkel auch anleiten können. Weil ich halt einfach finde, das Thema Selbstlernen, das ist immer noch so unterbelichtet. Da muss noch viel passieren, dass die Menschen das viel stärker auch verinnerlichen. Und vielleicht braucht man für den Übergang auch jemanden, der einen da ein Stück weit wie ein Facilitator an die Hand nimmt. Genau. Genau. Also ich schicke dir den Link zum Podcast später mal, weil ich so, was ich so rausgehört habe, der Vorteil, den man hätte, wäre quasi, ich habe es gerade mal aufgemacht im Screenshare, bei Promptertons, die ja in der Regel vor Ort gemeinsam stattfinden, dieser Effekt, Leute prompten, man hat die Energie im Raum, man kann sich schnell mal gegenseitig den Bildschirm zeigen, wie was geht. Also das funktioniert so einen ganzen Tick, finde ich, flüssiger, als wenn man nur in Videokonferenz ist. Wir hatten das in unseren Learning Circles ganz oft. Na, dann shared einer den Bildschirm, dann will jemand anders noch was zeigen. Bis der dann geshared hat, ist schon wieder 10 Sekunden vorbei. Also das nimmt so ein bisschen Dynamik raus. Und ich finde diese Kombination aus Coworking Space als dritten Ort und dieser Prompterton-Idee eigentlich ziemlich spannend. Ich habe es gerade auch mal aufgemacht, ich packe es euch in den Chat. Ich habe mal bei uns im Wiki angefangen zu sammeln, so Links zur Durchführung von Promptertons. Also auch, wer sowas machen will als Format und dafür den Leitfaden verwenden will, sei da herzlich eingeladen. Das fände ich total cool, wenn der an möglichst vielen Stellen Verwendung findet. Genau, die Conny muss ich schon verabschieden. Ich denke, wir machen das dann auch. Ich lese nichts mehr Offenes im Chat. Wir sind sehr gespannt schon auf eure Lessons Learned. Ich werde es auch nochmal als, ihr kriegt nochmal eine Infomail irgendwie am Mittwoch als Erinnerung für den Freitag. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir möglichst viel von euch am Freitag auch sehen und vor allen Dingen viele Lessons Learned Geschichten auch hören. Also Freitag wird der Raum dann da sein, da eben auch mal ein bisschen ausführlicher zu erzählen und Dinge zu zeigen. Viel Spaß, danke, dass ihr da wart und wir sehen uns am Freitag. Macht's gut, ciao, ciao. Vielen Dank, tschüss. Bye, bye. Tschüss. Bye-bye. Bye.